Rubinrot mit einem ziegelroten Reflex zeigt sich dieser Wein im Glas. Der erste Eindruck überrascht. Leder, Tabak, Holz, diese Aromen dominieren. Erst nach und nach zeigt sich auch die Frucht. Ganz anders im Gaumen. Hier wird sofort klar, dass es sich um einen gut strukturierten Pinot Noir handelt. Kräftig, etwas rustikal, aber doch mit viel Finesse. Ein Wein mit Potenzial. Bereits heute ist er ein Genuss, zum Beispiel zu einem Steak.